Servus Leute, willkommen mitten in der Natur, mitten aus dem Wald. Und ich möchte heute ein anderes Video machen. Und zwar gibt es sehr wenige von Pol Moly, die Tippi-Tents, also die Hot-Tents. Ich habe mir mal so eins gekauft, das ist ganz wichtig. Ich habe es nicht gesponsert bekommen, also gekauft eben, weil ich total neugierig war. Und ja, ich habe es jetzt aufgebaut und jetzt steht's. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schauen wir uns das Ding mal grob an. Ja, hier sieht man es ganz gut stehen. Das Zelt ist ein bisschen schräg, der Boden ist ja mein eigener Grund hier. Und da, ich bin mit dem Bollerwagen den ganzen Weg runter, weil das Ding wiegt doch 10,5 Kilo in etwa. Steht jetzt nicht ganz gerade da, aber es geht trotzdem. So, das Zelt ist so für 3 bis 5 Leute. Hat eine Stehhöhe von 2,60 und etwa einen Durchmesser von 4 bis 4,15 laut Angabe. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Hier sieht man auch, ich habe es jetzt nicht so krass festgemacht, also die Heringe nicht so ganz reingeklopft. Das ist ein Baumwollmischgewebe, hat das Zelt. Und ja, das sind die Schneelappen hier. Was ich gesehen habe, es wird immer schlecht geredet mit diesen Abspannschnüren. Ich finde die ganz okay. Sind vielleicht jetzt so, ja, lösen sich halt schnell, aber die kann man ja austauschen. Das ist ja jetzt kein Problem. Aber derweil hält das schon. Hier sieht man den Stovecheck, also den Durchlass für den Zeltofen. Das mit Klettverschluss hier. Ja, da kommt es dann rein. Der Stovecheck, das Rohr durch, da kann man eben seinen Zeltofen da reinstellen. Das Rohr ist jetzt an der Seite ungefähr, sag mal, die gute Hälfte vom Zelt steht dann halt der Ofen. Jetzt gehen wir mal ringsrum noch. Tja, ich bin ja absoluter Neuling, was das betrifft. Ich habe es halt in Videos gesehen, da wird es aber nicht wirklich gezeigt, wie man das aufbaut und so weiter. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ich habe das ringsrum so einigermaßen ausgelegt und dann halt Stück für Stück festgemacht. Einmal musste ich es nachspannen, das war jetzt wirklich kein großer Akt. Aber ich glaube, ich habe trotzdem eine Stunde dahin gebraucht. Er ist halt so völliges Neuland. So, hier ist ein Kritikpunkt von mir, den ich also sofort gemerkt habe, was mir gar nicht gefällt, ist das hier. Das ist ein Lüftungsschlitz mit Moskito. Und ich habe jetzt einen Stecker da rein, weil sonst hängt das Ding lapprig da runter. Nur mal zu zeigen. Da gehört irgendwie ein Klett hin. Das ist nix. Da gehört ein Klettverschluss hin, dass man das verschließen kann. Und sonst läuft wahrscheinlich der Regen rein. Das lappert hier so rum. Also das finde ich überhaupt nicht schön. Gefällt mir schon mal nicht. Und da oben ist es eigentlich genauso. Tja. Okay, dann war es das eigentlich schon von außen. Diese muss man natürlich dann separat drauf machen noch. Hier kann man das ganz gut sehen. Da ist die Stange in der Mitte. So, beim Reißverschluss, naja, der könnte besser sein. Okay, aber er geht und dann kann man das hier noch zukletten da. Da haben sie dann schon einen Klettverschluss dran. Okay, wahrscheinlich braucht man das, wenn der Reißverschluss irgendwann versagt. Schauen wir doch einfach mal rein. Hier haben wir dann schon die Mittelstange. Ich hoffe, es ist einigermaßen hell. Ja, ich denke schon. Die wird zusammengesteckt und ja, man sieht, die hält zwar, aber wackelt halt. Keine Ahnung, da kann man vielleicht dann mit dem Holz oder einer anderen besseren Stange vielleicht sich aushelfen. So, und weil es relativ frisch ist, ich habe da meinen kleinen Zeltofen rein, der ist jetzt aus. Es war dann doch schon warm genug. Ja, da kann man das nochmal sehen, wo das Ofenrohr durchgehen soll und dann hier eben der Holzofen steht. Ist ja eben ein Hot-Tent. So, was haben wir denn noch? Da oben ist der Clip, da kommt dann dieses halbe Mesh-Zelt rein, das wird dann wahrscheinlich hier mit den Schlaufen da verbunden. Ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert, aber das geht dann von hier bis zu dem Eingang. Da drüben ist das Ganze unterteilt dann eben mit dem Boden und Mesh, das finde ich auch okay. Denn ja, gerade mal im Sommer hat man da bestimmt viel Spaß mit Mücken und so weiter. Und auf der anderen Seite, das habe ich jetzt aber abgespannt, da haben wir nochmal eine Tür, also es Zwei Eingänge bzw. Ausgänge. So,
Ja, hier unten kann man das Ganze dann noch, wenn man das ein bisschen abgespannt hat, festzurren. Das ist auch okay, damit man das nochmal nachspannen kann, das ganze Geschoss. Ja, ansonsten kann ich noch nicht viel sagen, denn es ist ja nur ein erster Blick mal auf dieses Zelt, mein erster Aufbau. Ja, es wird vielleicht sage ich, eine neue Ära einläuten bei mir mit dem Camping, weil es doch im Winter recht spannend ist, dass man einen Zeltofen verwenden kann. Schön gemütlich, es hat natürlich schon Atmosphäre, das Ganze. Ich gehe das jetzt mal kurz ab. Ich bin jetzt gebückt, jetzt stehe ich. Also ich stehe hier in der Mitte ungefähr. Wie kann ich rumgehen? Ja, ich kann ein bisschen gehen. Jetzt muss ich mich natürlich wieder bücken hier. Ist nicht so groß, wie ich es mir jetzt gedacht hatte. Aber auch nicht so klein, dass man sich jetzt nicht wohlfühlen würde. Also es ist okay. Es ist wirklich okay. Naja, ich weiß nicht, ob da... Also ich möchte auf jeden Fall ein Feldbett reinstellen können. Die Seite dann. Tisch und Stuhl, ja, das geht. Für einen Mann geht das absolut. Dass da meine Jungs dabei wären, drei Leute. Bodensetup, ja, schlafen auf jeden Fall geht, wenn sie dann sich wohlfühlen. Oder brauchst du einen extra Moskitoschutz? Ja, weiß ich noch nicht. So schön es auch ist, ich muss langsam wieder abbauen. Es wird dann wirklich dunkel, man merkt schon richtig. Sieht man bestimmt hier im Kameralicht. Und da ist dann nochmal diese Hutze von außen. Da kann man dann sehen, dass wahrscheinlich reinregnen wird. Ich meine, ich hätte sogar schon einen Bericht gesehen, wo einer gesagt hat, dass es reingeregnet hat. Weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mir nochmal ansehen. Ansonsten ist das Klima unter diesem Mischgewebe recht angenehm, muss ich sagen. Also ich bin das ja auch schon vom Dachzelt gewohnt gewesen. Ist halt ein anderes Gefühl, als wenn es jetzt Polyester ist. Natürlich schwerer und ja, muss man halt sehen vom Reinigen her und so weiter. Ja, ich habe jetzt schon hier einigen Dreck dran. Aber das schaut jetzt gar nicht übel aus. Und das kann man bestimmt, wenn es dann trocken ist, wieder runterbürsteln. Ich habe mir es hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe auch meinen Trangia mit in den Packungen da hinten. Aber ich glaube, das wird die Zeit nicht reichen jetzt. Ich war überrascht, wie schnell ich das zusammengekriegt habe. Also vielleicht 6 Minuten insgesamt gebraucht. Gerade mal ging ziemlich flott und passt auch super in den Packsack wieder zurück. Aber nicht mehr so, wie es original war. Was ich über das Zelt denke, nur ich denke, es könnte besser verarbeitet sein, also besser gemacht sein. Zum Beispiel bei den Lufthutzen, das dann so wie bei den billigen Zelten schon Standard ist, so Stabel, so ja, irgendwas Flexibles drin ist, dass das weggehalten wird und ein Klettverschluss, damit man es wieder schließen kann. Ansonsten, Reißverschlüsse könnten leichter gehen und ja, die Größe ist so völlig in Ordnung. Die Idee mit dem Hot Tent ist ziemlich geil. Ich glaube, wenn man hier 2 Tage draußen ist mit dem Zeltofen, kann das richtig cool werden. Die Hälfte meiner Freunde, oder ja eigentlich alle, haben so ein Tipi. Natürlich nicht so eins, sondern schon die krasseren, die hochwertigeren. Wo ich mir das wirklich gut vorstellen kann, ist auf einem Campingplatz natürlich. Ob man da natürlich mit dem Holzofen rumheizen darf, das ist eine andere Geschichte. Also gut, vielleicht auf einem Naturcampingplatz, wo ich immer bin, vielleicht schon. Ja, weil da hast du ja ein bisschen Abstand und die Jahreszeit ist da auch fast nichts los. Und da finde ich dieses Tipi doch ganz cool. Auch vielleicht und oder als Vorzelt oder Aufenthaltszelt fürs Dachzelt sogar, weil es so alleine aufbaubar definitiv besser ist, als wir jetzt so ein Aufenthaltszelt mit Boden und so. Und ich finde das auch ganz gut, wenn man ein Aufenthaltszelt hat, wo kein Boden drin ist. Also da könnte ich das Tipi eventuell auch noch sehen. Ansonsten schauen wir mal, ja, wie das Ganze eben weitergeht. Ich bin, wie gesagt, schon richtig gespannt, wo die Reise hingehen wird. Aber ihr kriegt es auf jeden Fall mit, denn wenn ich hier draußen mal bin mit dem Dingens, dann werde ich das auch zeigen. Ich habe jetzt allerdings noch eine andere Übernachtung vor mit einem normalen Zelt, auch hier in der Ecke. Werde ich wahrscheinlich auch ein kleines Video drehen und das habe ich jetzt schon mal gemacht, auch mit Zeltofen, war richtig gemütlich. Ja, man muss nicht immer ein Lagerfeuer machen. Und ich habe auch mein Lager hier weitgehend zurückgebaut. Warum? Ja, weil hier Leute waren, die hier nichts zu suchen hatten anscheinend. Die haben das immer wieder kaputt gemacht. Jetzt ist nichts mehr da, wo man kaputt machen kann und dann ist auch Ruhe. Das finde ich okay. Allerdings war kein Müll da, darum gehe ich davon aus, dass es Kinder waren. Weil wenn es andere Leute gewesen wären, dann wären vielleicht Bierflaschen oder so oder sonstiges rumgelegen. Und das ist nicht der Fall gewesen. Von dem her schon mal ganz okay, aber wie ihr seht, ich habe alles zurückgebaut. Es gibt auch keine Feuerstelle mehr, keine offizielle mehr. Da wird es, wenn ich hier ein Lagerfeuer mache, dann eben in einem Behältnis gemacht. Nicht mehr so, wie es immer war.
so ist es halt. Zeiten ändern sich. Jo, also an dieser Stelle, an diesem Punkt, nochmal danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Lasst ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.